meine Damen und Herren. Die Anmoderation hat mich etwas in die Ecke des Sports gestellt. Das ist auch okay, da kommen wir her. Und ich bin seit 30 Jahren in diesem Metier. Und das Thema, das mich immer fasziniert hat und das mich auch immer noch beschäftigt, ist, wie macht man es, dass man es kann, wenn es darauf ankommt. Und das ist ein Thema, das, ja, vielleicht sagen Sie, wir sind ja gut, deswegen sitzen wir hier bei dem Wirtschaftsforum und meistens klappt es ja auch. Und das ist auch richtig so. In Routinesituationen haben Sie das Problem nicht. Also wenn Sie morgen früh Ihre Zahnbürste ergreifen, werden Sie nicht sagen, hoffentlich klappt es jetzt. Ich muss mit der rechten Hand nehmen. Nein, das hat man routiniert drauf. Aber es gibt Situationen, meine Damen und Herren, da kommen Sie aus dem Staunen nicht raus. Und das sind die Situationen, wo man aus der Routine kippt, man plötzlich feststellt, oh, jetzt habe ich einen Kopf und dieser Kopf spielt eine Rolle. Wissen Sie, woran Sie das merken? Wissen Sie, woran Sie merken, dass Sie aus der Routine kippen? Sie fangen an, mit sich zu reden. Und das verbreitet sich Selbstgespräch in deutscher Sprache. Das fängt mit SCH an. Und ist ein Einwortsatz. Gell? Wenn Sie im Zeitdruck Ihr Auto suchen, auf einem riesen Parkplatz und es nicht finden, dann reden Sie mit sich. Und wir haben uns mit diesen Mechanismen befasst, nämlich mit den wichtigsten, die mir so in den Blick kommen, wenn es darauf ankommt. Das sind nämlich die zwischen den Ohren, nämlich der Kopf. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja Moment, mir ist auch schon manches gelungen, weil ich einfach Glück gehabt habe. Das ist richtig. Also damit, dass man Glück hat, kann man vieles erklären. Aber immer Glück ist halt auch nichts. Ne? Und dann gibt es welche, wie unsere Schweizer Freunde letztes Jahr bei der Fußballweltmeisterschaft, die haben 5 Elfmeter daneben geschossen. Oh, die haben halt Pech gehabt. Also Glück und Pech wäre so eine Erklärung dafür, dass man es kann, wenn es darauf ankommt. Oder nicht kann. Das ist mir aber zu wenig. Kommt noch was dazu. Muss körperlich einigermaßen beieinander sein. Es muss das Material stimmen. Und das vierte ist der Kopf. Und das ist natürlich die Frage, ja, das mit dem Kopf, das haben wir schon öfter gehört. Einer der großen deutschen Gegenwartsphilosophen, der Boris Becker, der hat einmal schon gesagt, das Mentale ist so wichtig. Das Mentale, oi. Das Mentale, Mentaltrainer. Wie Schwammerl aus dem Mentaltrainer. Was ist denn das Mentale? Worum geht es denn da? Also, dass es im Kopf stattfindet, ist okay. Und dass das wohl eine Rolle zu spielen scheint, wenn es darauf ankommt, ist auch okay. Also viele Leute, wenn die sehen, dass sie mit einem Videorekorder aufgenommen werden und sie sollen einfach nur ganz normal gehen, die fangen plötzlich an, im Passgang zu gehen, wie Kamel. Das geht ja ganz normal. Ja, ich irgendwie, das klappt jetzt nicht. So. Warum klappt das nicht? Und was ist das Mentale? Was ist das und wie viel Einfluss hat es? Was es ist, will ich Ihnen ganz einfach erklären. Das erste Beispiel, das können Sie morgen früh, heute Nachmittag, können Sie selber ausprobieren. Das erste Beispiel, jeder von Ihnen, jeder, schluckt pro Tag 1,5 Liter Speichel. Spucke. Eigene. Also das ist überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem, Spucke zu schlucken. Jetzt hören Sie zu, jetzt kommt das Mentale. Nehmen Sie sich, Sie können jetzt damit anfangen. Nehmen Sie ein Glas und spucken Sie die Spucke, das ist ein Zungenbrecher, spucken Sie die Spucke immer, bevor Sie sie schlucken in das Glas. Und nach dem Vortrag von meinem Nachredner, von meinem Knoblauch, ist das Glas so voll. Und dann müssen Sie es nur noch austrinken. Jetzt sagen Sie natürlich, dieses Schwein hat ja nichts anderes im Kopf als sowas. Aber was ist denn die Sauerei daran? Was ist denn das Problem? Also das ist weder ein körperliches Problem, deswegen schlucken wir ja 1,5 Liter pro Tag. Das ist auch kein Materialproblem, das ist auch keine Frage von Glück und Pech, sondern das ist im Kopf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn Ihnen das zu eklig ist, wir sind hier in Österreich im Land der Bergsteiger. Stellen Sie sich mal vor, also da brauchen Sie sich vorstellen, ich stehe jetzt hier, das ist etwa 1,5 Meter über Grund. Es geht darum, was passiert im Kopf, was ist das Mentale und was kann man da tun, um das in den Griff zu kriegen. Ich stehe jetzt hier 1,5 Meter über Grund. Das ist weder Glück und Pech ein Problem, das ist auch kein körperliches, das ist kein Materialproblem im Sinne von Ausstattung oder so. Und es ist auch kein Kopfproblem. Und jetzt machen wir das Experiment. Jetzt heben Sie diese Kante 20 Meter hoch. 20. 15 reicht auch schon. Was passiert?
Was passiert, wenn Sie 20 Meter vom Boden hier vorne an der Kante stehen? Da spreche ich von oben auf Sie runter. Ja, das Problem, da ist irgendwas passiert da. Baumwolle rostet nicht, nie. Aber dabei kann sein, wenn Sie da 20 Meter am Boden hier stehen wollten, dass sich Ihre Hosen, Ihre Unterhosen dezent verfärben. Sag, warum? Warum? Was passiert? Sagen manche, ja, da kriegt man halt Angst. Klar, deswegen nähert man sich ja, wenn da so ein Abgrund ist, nähern sich die meisten so an. Ne? So. Da stehst du blöd rum, ja, ich könnte ja runterfallen. Und das ist in der Tat die Erklärung dafür, meine Damen und Herren. Ab einer bestimmten Höhe denken Sie nur noch drüber nach, was passiert, wenn ich jetzt runterfliege. Denkt hier keiner drüber nach. Und dabei ist das Runterfliegen gar kein Problem. Da sind die Mitdenker. Das Landen ist das Problem. Da kommt man an die Grenzen seiner Biologie. Aber jetzt versuchen wir es mal ernst zu wenden. Was ist denn der Mechanismus, der dahinter steckt? Mechanismus ist ganz einfach. Wir bewerten die Situation, in der wir sind. Sie bewerten, wenn Sie hier stehen, so, da kann nichts passieren. Okay. Die Hälfte aller tödlichen Stürze im Haushalt, in Deutschland, in Österreich vielleicht anders, aus Stuhl- oder Tischhöhe. Kann nichts passieren. Ja. Das vergessen wir mal. 20 Meter am Boden, bewerten Sie, was passiert, wenn ich runterfliege. Und dabei denken Sie nur an die Konsequenzen. Und vor lauter Denken an die Konsequenzen ist Ihr Schädel so voll, dass Sie nicht mehr in der Lage sind zu stehen. Und jeder von Ihnen kann stehen. Also alle Österreicher sind Bergsteiger, insofern trifft es hier nur eine kleine Gruppe, aber denken Sie mal an andere, Holländer oder so. Und jetzt kommt die Lösung für die mentale Geschichte. Ich bewerte die Situation, in der ich mich befinde. Schweizer Fußballer. Was passiert, wenn ich der Einzige bin, der daneben schießt? Und dabei werde ich die Konsequenzen. Was passiert, wenn? Was passiert, wenn? Das ist der riesen Gedanken- und Energiefresser. Und wissen Sie, was ein Profi macht? In dem Augenblick, wo es darum geht zu stehen, steht er. Und das ist der Kernpunkt, das ist der Unterschied zwischen den Dilettanten und den Profis. Besinn dich nicht auf die Konsequenzen, was passieren könnte, denn die sind unglaublich vielfältig und unglaublich unkalkulierbar, sondern konzentriere dich auf deine Kompetenz, was muss ich jetzt machen, um das Ding zu bewältigen. Und was muss ich machen, wenn ich da oben bin? Ja, stehen, ist alles. Steh doch einfach. Ach so. Ja, gute Idee, ja, einfach. Ne? Ja, aber das ist doch nicht so einfach, richtig. Das ist nicht so einfach. Und zur Lösung, was man da machen könnte, weil es ja nicht so einfach ist. Also man kann da was trainieren. Und um dieses Trainieren so ein bisschen anzugehen, möchte ich Sie gern fragen, haben Sie sich schon mal überlegt, warum an einem Formel-1-Rennwagen keine Anhängerkupplung ist? Neulich hat einer gesagt, weil es keine Holländer sind. das sagt man nicht. Aber einfach mal so unter uns, sagen Sie es nicht weiter, lassen unter uns. Liebe Leute, an so einem Rennwagen ist keine Anhängerkupplung. Warum? Weil man sie nicht braucht. Ach so, ja, richtig. Deswegen hat er auch keinen Ersatzreifen dabei. Richtig. Das heißt also, das ist der Satz der Sätze, meine Damen und Herren, ein Profi, ein Experte hat immer nur das bei sich, was er braucht. Deswegen trägt auch keiner Liegestuhl auf, was weiß ich, die Eigernordwand hoch. Braucht ihn ja nicht. Ach so, war nicht schlecht. Na ja gut, wenn man in den Urlaub geht, nimmt man nur das mit, was man braucht. Das weiß jeder. Ja. Nein, war ein kleiner Scherz, ist mir so eingefallen. Aber gehen wir mal wieder ins Ernste des Lebens. Also ich habe nur das dabei, was ich brauche. Deswegen ist in einem gut sortierten Werkzeugkasten nur das dabei, was man braucht. Und wie ist es im Kopf? Was hat man im Kopf dabei, wenn es drauf ankommt? Ja, alles. Liegestuhl und Anhängerkupplung, man könnte es ja brauchen. Na, du brauchst es nicht. Hier geht es nur darum zu stehen. Ende. Das ganze Programm in deinem Schädel ist stehen. Steh einfach. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Und das ist auch der entscheidende Punkt, meine Damen und Herren, wenn man mit Topleistern umgeht. Wir haben im Sport angefangen, haben noch viel mit dem Sport zu tun, schaffen aber inzwischen mit Piloten und Chirurgen und Astronauten und
Elitepolizisten und Elitesoldaten und so weiter, die haben ja immer das gleiche Problem. Die haben immer das gleiche Problem. Die fragen, ja Mensch, womit soll ich mich denn beschäftigen im Kopf, wenn es drauf ankommt? Das war mit dem, was du kannst. Mit dem, was du jetzt abrufen kannst. Ja, das ist aber nicht so einfach. Genau deshalb muss man es trainieren. Und um es zu trainieren, meine Damen und Herren, brauche ich zunächst mal ein Ziel. Und jetzt gibt es ein zweites technisches Instrument, das mir unglaublich imponiert. Das ist auch wirklich für Beziehungen sehr, sehr entlastend. Das ist das Navigationssystem im Auto oder am Motorrad. Seit ich eins habe, also wir eins haben, meine Frau nicht, haben eins im Auto, ist das natürlich viel leichter so zwischenmenschlich. Das kennen Sie. Meine Frau ist Lehrerin mit Doppelname und die hat so ein, die hat immer den Atlas, die hat immer jetzt. Wenn sie das jetzt hört, nein, aus, nein, das, darauf, sie wird mir das übel nehmen, ich sage es Ihnen. Also auf alle Fälle, die Methode ist ja einfach, man legt sich den Atlas auf die Knie, wenn man kein Navigationssystem hat, dann sucht man. Du musst jetzt links abfahren. Ja, ach Mensch, ich habe doch gesagt, das heißt links. Und der Witz am Navigationssystem, meine Damen und Herren, ist ganz, ganz, ganz einfach. Du gibst ein Ziel ein und das Ding sagt dir Schritt für Schritt, was du tun musst. Und das macht es absolut unemotional. Das sagt dir nicht, Menschenskind, ich habe dir gesagt, du sollst hier links abfahren. Warum fährst du nicht links ab? Willst du, nimmst mich nicht ernst oder wie? Oder was? Das sagt einfach, biegen Sie an der nächsten Kreuzung links ab, Ende. Und wenn du nicht links abbiegst, dann biegst du an der übernächsten links ab. Und das ist für mich ein Knaller. Wissen Sie warum? Weil das unheimlich effizient ist. Und jetzt könnte ich mir daraus etwas ziehen und könnte sagen, ja Mensch, das können wir doch einführen, dieses Prinzip können wir doch übernehmen. Ich könnte das Prinzip des Navigationssystems übernehmen. Ich habe das Ziel, zum Beispiel abends einschlafen. Das gibt's ja. Gehst ins Bett, sagst, jetzt ist der Tag lang gewesen, jetzt will ich einschlafen. Weil dir noch tausend Gedanken durch den Kopf gehen, machst du dir Gedanken über alles, nur nicht das, was zum Einschlafen hilft. Und wenn Sie Leute beobachten, es gibt so Schlaflabors, die beobachtet werden, wenn sie nicht einschlafen können, das sieht aus wie so ein Grillhändel am Spieß, das, wo so ein Flügel immer runterhängt und das wird lang und kurz und dreht sich und da ist eine unheimliche Hektik. Also würde heißen, wie schläft man abends ein? Navigationssystem, Ziel ist einschlafen. Drei Dinge. Erstens, leg dich hin und beweg dich nicht. Zweitens, konzentrier dich auf deine Ausatmung. Drittens, entspann das, was von deiner Muskulatur übrig geblieben ist. Und eine wichtige Muskulatur zum Entspannen ist zum Beispiel die allerwichtigste, Sie ahnen es, die Unterlippe. Wenn die Unterlippe entspannt, ist das ganze System entspannt. Das heißt also, wenn ich abends einschlafe, Ziel, einschlafen, Navi, legen Sie hin, bewegen Sie nicht, konzentrieren Sie sich auf Ihre Ausatmung, entspannen Sie Ihre Unterlippe, Ende. Schnauze halten, einschlafen. Und das funktioniert prachtvoll. Und was macht man, wenn man abends nicht einschlafen kann? Ja, was passiert, wenn ich jetzt wieder nicht einschlafen kann? Nicht Idiot, gestern Abend hat es auch nicht geklappt, heute nicht. Na, wie wird denn das ausgehen? Vergiss es. Denk an die Anhängerkupplungen im Formel-1-Rennen. Das heißt also, meine Damen und Herren, solche Navigationssysteme kann man trainieren. Und Profis brauchen das. Mich hat neulich ein Kapitän angerufen, Kapitän von der Lufthansa, unsere Fluglinie, nicht Lauterair, Lufthansa. Und er hat gesagt, er wollte sich bei mir bedanken. Das heißt, das war nicht nötig, wofür denn bitte? Und er sagt, er hätte ein Buch von mir mal gefunden und da wäre es ums mentale Training gegangen und da hätte ich geschrieben, Navigationssystem entwickeln. Das hätte er gemacht für alle Notoperationen, die man braucht für einen Flug. Und für den normalen auch. Und jetzt hat er das erste Mal einen Triebwerkausfall gehabt, nach 30 Jahren Fliegerei. Und jetzt stellen Sie sich doch vor, Sie fliegen da in so einem Flieger, haben noch 150 Passengers da hinten drin und plötzlich verabschiedet sich von zwei ein Triebwerk. Jetzt hast du 1000 Möglichkeiten. Oh Gott, was passiert, wenn das Flugzeug jetzt abstürzt und ich mit und so und ach nein, hat es nützt mir doch nichts. Ist so, wie wenn der vorne steht, so, wenn ich jetzt runterfliege. Der muss sich als Profi darauf besinnen, was muss ich jetzt tun, um die Situation zu bewältigen. Und das kann er nur, wenn er es vorher trainiert hat. Das heißt,
Ich möchte gern Experte werden, meine Damen und Herren, für meine Kernkompetenz in allen Situationen, die ich komme. Und in den meisten Situationen, die wir kommen, da haben wir diese Kernkompetenz. Da haben Sie es. In Ihrem Beruf haben Sie vieles. So, okay, das spiele ich aus, wenn es darauf ankommt. Und wenn Sie Zahnarzt sind, sind wahrscheinlich wenige dabei. Und Ihr Patient macht den Kiefer auf, Sie gucken da rein. Dann wissen Sie, da Kernkompetenz, das und das muss ich jetzt machen. Und wenn der seinen Kiefer aufmacht, Sie gucken rein und sagen, oh Gott, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach. Gell? Und so ein Navi ist ganz einfach. Ich brauche zunächst mal ein Ziel. Also zu mir, ich mache manches Mal solche Vorträge. Da kommen Leute danach und sagen, ja, was muss ich denn jetzt trainieren? Also, was ist denn Ihr Ziel? Ach so, ich brauche ein Ziel. Jo. Ohne Ziel kein Training. Und das Zweite, was Sie sich merken sollten, meine Damen und Herren, wenn Sie nachher enttäuscht sind, dass das mit dem mentalen Trainieren nicht so funktioniert, es ist eine Eigenleistung. Training ist eine Eigenleistung, das kann man nicht delegieren. Gell? Sie können nicht zu Ihrem Nachbarn sagen, hey, du läufst immer so schön, lauf doch für mich morgen früh gleich mal mit. Und was brauche ich? Ich brauche einen Coach, ich brauche jemanden, der mir sagt, wie komme ich von dem Punkt, wo ich jetzt bin, zu meinem Ziel? Was sind denn die angemessenen Schritte? So haben Sie das Golfspielen gelernt, wenn Sie es gelernt haben, so haben Sie Skilaufen gelernt, alles. Ein Coach hat Ihnen gesagt, Schritt für Schritt, das und das musst du machen. Und wenn Sie keinen Coach haben, dann fragen Sie jemanden, der was davon versteht. Oder lesen Sie was. Aber entscheidend ist, dass ich eine Idee kriege. Wie ist eine Landkarte, wie ist der Weg, den ich da gehen muss? Und dann muss ich mir schrittweise Ziele formulieren. Und Ziele haben immer eine ganz gleiche Struktur. Es müssen immer Anstrebungsziele sein, meine Damen und Herren. Ziel hat nur Sinn, wenn es ein Anstrebungsziel ist. Mach das! Wenn Sie sich Ziele formulieren, oh um Gottes Willen, ja nicht das, ja nicht! Fahr ja nicht in den Latschenkieferbusch rein, der da auf dem Hang steht. Österreich, Land der Skiläufer. Und da steht der Latschenkieferbusch, der steht immer, auf jeder Skipiste steht der, oder der Steinbrocken. Heute mehr als je zuvor, weil es nicht mehr so viel Schnee gibt. Wenn du den anguckst und sagst, und an dir fahre ich jetzt vorbei, dann zieht es ihnen den Latschenkieferbusch zwischen den so durch. Das ist so. Anstrebungsziel. Ich mache das. Zweitens, ein klares Ziel. Ein klares Ziel ist ein Ziel, das man überprüfen kann. Habe ich es gekonnt oder habe ich es nicht gekonnt? Und Ziele immer, wenn man trainiert, müssen explizit sein. Explizit heißt, schreib sie auf. Wenn Sie es nicht aufschreiben, wenn Sie es nicht aussprechen, irgendwo hinschreiben, dann sagen Sie, nein, ich habe es ja gar nicht so gemeint. Es ist so, wie Geschäftsberichte gemacht werden. Da wird nie explizites Ziel. Der Bericht wird gemacht zu dem, was erreicht worden ist, sodass es halt passt. Ne? Das ist nicht clever. Oder das ist clever, aber es ist nicht zweckmäßig. Wichtig, mental trainieren heißt, mach dir ein Navigationssystem, das ist mein Ziel, Schritt für Schritt gehe ich auf das Ziel zu. Da möchte ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, das können Sie auch lesen, es gibt schöne Bücher, gleiche Titel wie dieser Vortrag. Aber ich möchte Ihnen gerne noch ein paar Tools an die Hand geben, die man so ganz zweckmäßigerweise brauchen könnte, wenn man trainiert, wenn man Navigationssysteme trainiert mit sich. Und das erste Tool, meine Damen und Herren, Deutsch, Werkzeug. Das erste Werkzeug, was man braucht, wenn man sich mental etwas präparieren will, das erste Werkzeug, und das ist das Wichtigste, ist das Gespräch mit sich selber. Der Gesprächspartner, mit dem Sie es am häufigsten zu tun haben in Ihrem Leben, jeder hier im Raum, jede hier im Raum, der Gesprächspartner, mit dem Sie es am häufigsten sind, sind Sie selber. Von Geburt bis Tod. Selbst wenn Sie lang verheiratet sind, selber. Wichtigste, 24 Stunden am Tag. Kannst auch nicht sagen, du, ich kann dich nicht mehr hören, ich gehe mal. Sondern nein, ich bin immer mit dir zusammen. Und Sie wissen es ganz genau, meine Damen und Herren, man spricht unendlich viel mit sich und man spricht besonders dann viel mit sich, wenn es schwierig wird. Wenn Sie im Zeitdruck sind, kriege ich den Flieger noch oder kriege ich ihn nicht? Ja, tolle Geschichten, wäre ich da früher aufgestanden, Mensch und wieder und. Und dieses Gespräch mit sich selber, das hat mentalen unglaublichen Einfluss. Es gab mal einen Reformator vor etwa 500 Jahren, den Martin Luther. Vom Namen her kennen Sie den. Der war blitzgescheit. Der hat einen Satz gesagt, der ist für mich zentral in meinem Weltbild. Er hat es natürlich derber formuliert. Die haben da früher im Mittelalter viel derber
gesprochen als heute in Bregenz. Der Herr sagt, aus einem traurigen Darm kommt kein fröhlicher Wind. Hat es sich ein super Satz? Es gibt Leute, die stehen hier hinter Rednerpulten, das hat nichts mit den Anwesenden, hat das gar nichts zu tun. Die stehen hier und denken darüber nach, was passiert, wenn ich jetzt einen Käse erzähle. Was passiert? Ich bin der Einzige, der hier nichts weiß. Und jetzt blätter ich meine Charts um oder mein Manuskript und hoffentlich kommt nach der Seite 5 die Seite 6 oder die Seite 9. Verstehen Sie? Und dabei ist das überhaupt kein Problem, weil nach Seite 2 hört sowieso keiner mehr zu. Also, ich möchte gern so mit mir reden. Ja gut, jetzt ist die Frage, ja, wie rede ich denn mit mir? Wie redet man denn mit sich? Da gehen Sie in den Buchladen, holen sich Neuestes aus Amerika. Das Neueste, das würde dann etwa so heißen, sprich so mit dir, dass es dir und so weiter. Also du bist ein Winner. Steh morgens auf und sag, ich bin ein Gewinner. Oder Chaka. Oder du musst nur wollen. So Zeug, ne? Oder ein bisschen Entlastung. Sorg dich nicht, du. Sorg dich nicht, leb einfach. Sorg dich nicht, leb einfach. Dein Job hast verloren. Dein Alter ist ausgerissen. Sorg dich, nimm dein Schiff, geh in die Karibik und mach da schöne Zeit. Ja. Ich sage es Ihnen, wie ich sehe. Weder positiv noch negativ. Red immer positiv mit dir. Red nie negativ mit dir. Was ist positiv, was ist negativ? Wenn Sie mit einem Hammer einen Nagel in eine Wand schlagen wollen und Sie rutschen mit dem Hammer aus, und schlagen statt auf den stählernen Nagel auf ihren eigenen. Dann führen sie ein Selbstgespräch. Durch den Treffer des Hammers am linken Nagelrand hat sich der Daumennagel abgelöst. Weiße Flüssigkeit, so kein Mensch redet so. Sondern jeder flucht. Und das ist in dem Augenblick richtig gut, das ist wichtig. Nicht so arg, aber gut. Und danach gehen wir wieder zur Tagesordnung über. Da gucken wir dann, wo wir Verbandsmaterial kriegen und, und. Also das ist für mich unglaublich wichtig. Es gibt Situationen, da redet man ziemlich wirres Zeug. Aber das hilft einem in dem Augenblick. Ich sage es Ihnen, wie ich sehe. Ich möchte gern so mit mir reden, meine Damen und Herren, dass es mir dann hilft, wenn es darauf ankommt. Und wenn ich eine Rede halten soll und ich sage, oh, 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 ob das was wird. Und wenn ich Violine spiele und will Leute unterhalten in einem riesen Konzertsaal, dann muss ich halt so mit mir reden vorher, dass es mir hilft. Und das ist eine Kunst. Weil die meisten, wenn es schwierig wird, die besinnen sich, oh Gott, oh nein, oh jetzt und ich. Denen fallen alle Sünden ein. Und was ich alles nicht kann, darauf kommen wir gleich. Merken Sie sich den Satz, ich möchte gern so reden, wenn es darauf ankommt, dass es mich unterstützt. Und den Selbstversuch können Sie morgen früh gleich starten. Den können Sie morgen früh sofort starten. Beobachten Sie sich, wenn Sie morgen früh aufstehen, wie Sie mit sich reden. Wenn Sie einen Wecker haben, morgen früh ein bisschen früher aufstehen müssen, dann beobachten Sie Ihre ersten Sätze, wie Sie den Tag begrüßen. Der Wecker klingelt. Oh, toll, der Wecker klingelt. Hinaus in den Tag. Jetzt gehen wir in die... Ach komm, hör auf. Ist schon wieder so weit. Und dann gehen Sie in Ihr Bad, gucken Sie in den Spiegel. Nein. Da sind Sie. Und wenn Sie sind, muss ich doch mit mir leben, Mensch. Dann mach doch das Beste draus. Das ist für mich wichtig. Ich möchte gern mit dem, was ich habe, zurechtkommen. Und jetzt kommt eine zweite Kernkompetenz, meine Damen und Herren. Worauf soll ich mich denn besinnen, wenn es darauf ankommt? Soll ich am besten auf deine berufstechnische Unternehmens, würde man sagen, Kernkompetenz. Andersrum würde man sagen, auf deine Stärken, ist doch gut. Ne? Also es wird schwierig, dann besinn dich auf das, was du kannst. Und nicht auf das, was du nicht kannst, aber gern hättest, was es jetzt ginge. Fahr viel Motorrad, war mit 3 älteren Herren zu meinem Alter, waren wir in Marokko. Und da sind wir nie nachts fahren. Klar, nie. Never ever. Fahren wir nachts und es regnet auch noch. Da regnet es alle 5 Jahre einmal. Da hat es geregnet.
Was macht der Derlet? Fährt den Graben bei Nacht. Irgendwo in der Prärie in Marokko. Dann zappelt er da unten rum, steigen wir ab, gucken runter, steht da einer neben mir, sagt, siehst du was? Also ich sehe nichts. Rainer, wie ist es denn da unten? Na, ist alles in Ordnung. Sagt er neben mir, jetzt müsste man ein Seil haben, gell? Sag, hast du ein Seil? Nein, aber wäre gut, wenn man es hätte. Das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker. Wäre gut, wenn ich jetzt hätte. Das nützt Ihnen nichts. Jetzt müsste man eine Million haben. Hast du eine? Nein, aber wäre gut, wenn man eine hätte. Ich möchte mich gern, meine Damen und Herren, in dem Augenblick, wo es darauf ankommt, auf meine Kernkompetenz besinnen. Was kann ich? Was kann ich jetzt einsetzen? Und um unser Eingangsbeispiel zu nehmen hier, was kann ich jetzt? Ich kann stehen. Ja, das steht doch. Da sagen Sie, ja, das ist ja plausibel. Aber was ist das Problem? Ja, das Problem ist, dass wir Experten sind für das, was wir nicht können. Ich mache Seminare für Leute wie Sie und dann gibt es eine Übung, wenn mir es einfällt, wenn ich Lust dazu habe, so schreiben Sie mal auf, was Sie nicht können. Da sitzen Menschen wie Sie. Und dann gucken die. Ja, schreiben Sie einfach auf, was Sie nicht können. Ja, wie? Ja, schreib mal auf. Und anfangen zu schreiben, tun Sie auf die Frage, können Sie Orgel spielen? Nee. Gut. Und wie ist es mit Gitarre? Ah, auch nicht. Ah, und dann kommen Sie langsam in Schwung. Und wissen Sie, wie lang die Liste ist dessen, was wir nicht können? Wissen Sie, wie lang die ist? Wissen Sie, wie lang? Nicht weiter sagen. Unendlich. Und eine unendlich lange Liste kann man nicht abarbeiten. Die bleibt immer so lang. Das heißt, im Klartext kannst du dabei höchstens neurotisch werden, aber niemals erfolgreich. Ah, nicht schlecht. Der Mann hat recht, natürlich. Ja, aber ich muss mich doch entwickeln, das ist ja klar. Entwickel dich doch so, indem du nicht Buchhalter wirst für deine Schwächen. Das kann ich nicht, das kann ich auch nicht und das konnte ich noch nie und das werde ich nie können. Und überhaupt, ich bin überhaupt nichts Könner. Sag ich, besinn dich doch auf das, was du kannst. Mach dir doch mal Gedanken um deine Kernkompetenz. Was kannst denn du? Ja, und dann kriegen die, also das mit der Liste, was du nicht kannst, ist unendlich lang. Können sie Klopapierrolle eine an die andere kleben, bis ihre Wohnung voll ist mit voll beschriebenen Klopapier. Das hört nie auf. Ihre Kernkompetenz, meine Damen und Herren, das ist eine Erfahrung, die kann ich Ihnen einfach so weitergeben. Die Kernkompetenz, was kann ich wirklich richtig gut? Schreiben Sie es da im Sinne einer positiven Formulierung, das kann ich richtig gut, Doppelpunkt. Dazu reichen Bierdeckel. Schreib drauf, was du richtig gut kannst, denn davon lebst du. Bleib mal beim Zahnarzt, weil keiner hier ist. Sag, ich bin Zahnarzt, aber ich kann das nicht. Ah gut, Anleitung zum Glücklichsein. Nein, du lebst von dem, was du kannst. Also muss ich mir vorher eine Bilanz machen. Ach so. Und dann baue ich das aus, klar. Und das Dritte, meine Damen und Herren, wenn es schwierig wird, sag mal, okay, ich möchte so mit mir reden, dass es mich unterstützt. Das Zweite, ich möchte gern mich besinnen auf meine Kernkompetenz. Was kann ich jetzt anbieten, um die Geschichte zu bewältigen? Und das Dritte wäre, ich muss mich auf das Wichtige konzentrieren, ich muss mich auf das Wichtige richten. Und das ist eine Frage, die ist philosophisch hoch aufwendig und unglaublich. Ja, was ist denn das Wichtige? Wann passiert das Wichtige in meinem Leben? Wissen Sie wann? Nicht in der Vergangenheit, die ist nämlich vorbei. Jetzt sind Sie verheiratet. Und nicht in der Zukunft, weil die Zukunft keiner kennt. Nur Analysten und Journalisten. Und die kennen Sie auch immer nur im Nachhinein. Die sagen, ja, das haben wir gleich gesehen. Mein Vater war ein Philosoph. Wenn mir irgendwas schiefgegangen ist, hätte er gesagt, jetzt hättest du mich gefragt, das hätte ich dir sagen können. Bingo. Ah ja. Also das Wichtigste in deinem Leben passiert jetzt, ist doch klar. Weil das Vergangene ist vorbei und die Zukunft ist noch nicht da. Und handeln tut man verrückterweise immer in der Gegenwart. Und wissen Sie, wo die Gegenwart ist? Können Sie auch leicht festmachen. Da, wo Sie sind, körperlich, physisch. Denn zu einer Zeit, meine Damen und Herren, an einem Ort kann man nur sein. Sie können nicht körperlich an zwei Orten gleichzeitig sein. Es gibt so Multifunktionsträger, so bei uns so Schröders, ehemaliger Bundeskanzler. So. Da ist es ein bisschen anders, weil wenn da der Fahrer fragt, wo soll es denn hingehen, ist egal, ich werde überall gebraucht. Ja? Aber bei uns hier,
Ich bin hier und jetzt an diesem Ort, Punkt. Und dann wäre es doch ein Knaller zu sagen, Menschenskind, jetzt mache ich es doch so, jetzt bin ich schon mal hier an dem Ort, jetzt bin ich mit dem Kopf auch noch bei dem, wo ich gerade bin und mit dem Gefühl auch. Weil verrückterweise, meine Damen und Herren, im Kopf kann man überall sein. Und körperlich nur an einer Stelle, da gibt es ja eine Falle. Da gibt es die Falle, dass ich körperlich hier bin, im Kopf in Mallorca. Das hat ein Problem. Weil du wirst nicht braun, weil du ja nur im Kopf da bist, nicht körperlich. Und wenn du mit dem Kopf in Mallorca bist, dann passiert an deinem Computer hier auch nichts, weil du ja nicht mit dem Kopf bei der Sache bist. Und das Verrückte ist, meine Damen und Herren, wenn Sie auf eine Sache vollkommen gerichtet sind, sich darauf konzentrieren, damit beschäftigen, dann merken Sie plötzlich, dass Sie kein Zeitgefühl mehr haben. Das merkt man erst im Nachhinein. Sie alle haben schon die Situation gehabt, dass Sie Theateraufführung, Musik, irgendwas, Arbeit, ist es soweit? Das ging aber schnell. Das ist im Beruf und das ist auch beim Genuss und im frischen Leben ist das der richtige Fall. Dass Sie sich auf Situationen, immer wieder auf Situationen einlassen, wo Ihnen die Zeit verloren geht. So, kein Zeitgefühl. Und Leute, die was richtig gut können und sich konzentriert auf mit ihrer Sache beschäftigen, jetzt mache ich das. Wenn die anspricht, sagt, jetzt bitte nicht, nachher wieder. Das heißt, Kopf, Bauch, Körper zu einer Zeit an einem Ort. Beruflich merken Sie es daran, dass Sie irgendwann auf die Uhr schauen, oh Gott, ist schon so lang. Das war jetzt aber lang. Und im Privaten merken Sie es daran, wir müssen uns ja auch erholen, dass Sie Genuss haben und Lust. Lust lebt von der verlorenen Zeit und Genuss genauso. Genuss ohne Vergangenheit und Zukunft. Bei uns, da wo ich herkomme, sagt man, der erste Schluck Bier schmeckt so gut. Wenn das hier nicht so ist, egal, nehmen Sie es mal so von mir. Wenn Sie lange kein Bier mehr gehabt haben, mögen das, der erste Schluck schmeckt besonders gut. Insbesondere dann, wenn es Freibier ist. So. Wenn Sie jetzt sitzen, völlig ausgedörrt nach einer Bergwanderung oder Radler oder was weiß ich was, oder gespritzter Johann oder was, dann bringt der Kellner Ihr Bier erstmal jemand anderem. Wenn er dann Ihnen Ihr Bier bringt, dann passiert was ganz Eigenartiges. Da passiert eine unglaubliche Zentrierung. Ich und mein Bier. Und dann machen Sie die Augen zu. Geht auch mit Apfelsaft. Dann machen Sie die Augen zu. Und dann sind Sie vollkommen im Augenblick. Und das finde ich gigantisch. Das nennt man Genuss. Ach so. Und wenn Sie teuren Wein trinken, dann ist das nur dann ein Genuss, wenn Sie während des Trinkens nicht dran denken, was der jetzt kostet. Ich komme aus einer schwäbisch-mittelständischen Familie, lauter Techniker. Ich sag's Ihnen noch. Da steht mein ältester Bruder, ganz erfolgreicher. Steht er da, guckt beim Silvesterfeuerwerk, guckt er, sagt, die Rakete, die hat bestimmt 20 Euro gekostet. Das ist Genuss. Also mir geht es darum, ich möchte gern immer wieder diese, ich nenne das Kultur des Augenblicks. Jeder Profi lebt davon, dass er in dem Augenblick, wo er es tut, mit dem Kopf und mit dem Bauch und mit dem Körper bei der Sache ist. Dieses Fokussiertsein. Sich auf etwas einlassen können. Jetzt haben wir gesprochen über das Mentale, insofern, dass man sagt, manchmal kommen wir in Situationen, da wird es schwierig, was kann ich tun? So, ich muss halt deinen Kopf ein bisschen sortieren. Nimm in deinem Kopf jetzt nur das zur Hand, was du brauchst, wie in einem Handwerkskasten. Okay, habe ich verstanden. Du musst ein Navigationssystem entwickeln. Das ist mein Ziel, Schritt für Schritt gehe ich dahin. Okay, haben wir auch. Und dann habe ich gesagt, es gibt ein paar Werkzeuge, ein paar Tools, die man einsetzen kann, wenn es schwierig wird. Sprich mit dir so, dass es dich unterstützt. Besinn dich auf deine Kernkompetenz. Und befass dich mit dem, was jetzt im Moment passiert. Nicht mit den Konsequenzen. Ein Musiker, der auf der Bühne steht und sagt, hoffentlich kriege ich einen Plattenvertrag, wenn ich jetzt geige, der spielt nicht gut. Der muss mit seiner Geige eins werden. Oder sie muss mit ihrer Geige.
Das ist ich und meine Geige, ich und mein Bier, wir sind eins. Wahnsinn. Und das heißt auch, meine Damen und Herren, die Kunst des Könnens, wenn es darauf ankommt, die lebt nicht vom Ablenken. Es gibt ja so einen Spruch von der Oma, du denk nicht dran, das kommt früh genug, denk ja nicht dran. Nein, ich möchte mich hinlenken, nicht ablenken, ich möchte mich hinlenken auf meine Kompetenz. Und dazu, und das sollten Sie mitnehmen, muss ich sie kennen. Das kann ich denn. Und für manche Felder müssen Sie neue Kompetenz entwickeln. Stichwort Krebspatient. So statistisch, klar, die Hälfte von dem Block kriegt Krebs. Oder neu die Hälfte von dem. Klar, jeder Vierte kriegt es. Und dann kommen Sie in Situationen, wo Sie plötzlich sich mental aufstellen müssen und sich so aufstellen müssen, dass Sie eine gute mentale Überlebensmöglichkeit haben. Da muss man sich aufstellen, da muss man richtig kämpfen und arbeiten. Und jetzt haben wir die ganze Zeit davon gesprochen, wie man sich mental aufstellt, wenn es richtig schwierig wird. Wichtig ist für mich, meine Damen und Herren, und das unterscheidet auch Experten von Dilettanten und von Anfängern, dass man sich professionell gut erholen kann, zu Deutsch regenerieren kann. Wie macht man das? Wie macht man das? Ich will Ihnen ein Beispiel geben. In meinem letzten Buch habe ich die Geschichte beschrieben von dem Raumschiff Mir, der ehemaligen Sowjetunion. Da ist ein Deutscher, ostdeutscher DDR-Mensch mitgeflogen und der hat es berichtet, Lufthansa-Kapitän hat er berichtet, er wüsste gar nicht, was die da mit Apollo 13 immer hätten, da wäre beinahe eine Katastrophe passiert und der Tom Hanks hat dann da einen Film mitgemacht und so, das wäre auf der Mir dreimal in der Woche passiert. Also ständig irgendwas Hegweh. Und immer wenn was kaputt gegangen wäre, dann hätte der Kapitän, der Kommandant hätte gesagt, jetzt muss ich mir erstmal hinlegen. 14 Minuten Zeit zum Reparieren durchschnittlich und dann sagt er, jetzt lege ich mir erstmal hin. Da bleibt ja das Herz stehen. Sag, hör mal, wir müssen das doch reparieren. Gibt da keinen ÖAMTC, der uns da abschleppt? Und nach 10 Minuten habe ich gesagt, so, jetzt packen wir es an. Das ist für mich professionelle Kompetenz im Regenerieren. Warum? Wenn es nichts zu tun gibt, kann sich jeder entspannen. Verstehen Sie? Ich möchte mich gerne entspannen können, wenn die Hölle los ist. Das ist nicht schlecht. Und die Kernstücke des sich Entspannens, die haben wir vorher, nicht wir, ich habe sie genannt. Ich habe gesagt, nimm eine Position ein, die dir bequem ist. Zweitens, konzentriere dich auf deine Ausatmung. Und da gibt es nach der Ausatmung, meine Damen und Herren, da gibt es einen absoluten Hotspot. Das ist die Pause nach dem Ausatmen. Wir nennen sie Atempause. Beobachte deine Atempause und entspanne dabei deine Unterlippe. Und wenn Sie das machen, dann entspannen Sie sich in 0,0. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass man es trainiert. Ist ja klar. Wenn ich in ein Taxi reinfahre, bei uns sagt der Fahrer immer, du sage, ich fahre. Okay, gut. Und ich sage, du fahre, du weißt du? Ja, weiß ich jetzt. Okay, dann mache ich den da. 5 Minuten, raus. Super Sache. Muss man können. Und Profis können das. Von nix auf gleich entspannen. Erste Kompetenz zur Regeneration. Zweite, etwas langfristiger. Ich sage Ihnen mal die Kernidee. Die Kernidee ist die einer Schleuse. Eine Schleuse ist ein Raum zwischen zwei Systemen. Schleusen ermöglicht dir den Übergang von einem System aufs andere. Und wenn Sie jetzt Ihren Tagesablauf nehmen, wenn Sie hoch beansprucht sind, dann kommen Sie von einer Beanspruchung in die andere. Zack, 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 nacheinander. Und jede Beanspruchung hinterlässt eine Spur für die nächste. Und wenn Sie das immer aneinander fügen, ohne Pause weitermachen, dann sind Sie irgendwann fix und fertig. Ausgeglüht. Und ich sage, zwischendurch musst du in eine Schleuse. Schleuse heißt, raus aus dem Getriebe, was anderes machen und dann wieder rein. Beispiel Sport. Ich kenne einen Eishockeytrainer, Bayer, der sagt, du hast recht. Sag ich, genau, wusste ich ja. Der sagt, wenn er spielt mit seiner Mannschaft oder mit einer Mannschaft, der war auch Nationaltrainer bei uns, nach der Sirene, also wenn es abgesirent wird, jetzt ist das erste Drittel rum, geht er raus und geht einmal um die Halle rum. Und dann erst geht er zur Mannschaft. Und das ist natürlich genial,
Warum? Weil in dem Augenblick, wo er rausgeht, nach dem Spiel ist der, oder nachdem es gespielt worden ist, ist er natürlich auf 180. Wenn ich so jetzt zur Mannschaft gehe, da rede ich, das ist furchtbar. Also geht er erst in seine Schleuse, einmal außen rum, und dann geht er zur Mannschaft. Und solche Schleusen, meine Damen und Herren, die sind unglaublich wichtig fürs Überleben. Ich hatte einen Zahnarzt gefragt, wie ich ihm erkläre, dass er, seit er seine Praxis nicht mehr in seinem Wohnhaus hat, seit er da ist ein neuer Mensch. Sei es doch klar. Weil wenn du abends mit der Praxis fertig bist, gehst du zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder wie auch immer, gehst 20 Minuten, 10 Minuten nach Hause und in der Zeit bist du in der Schleuse. Und dann kannst du zu Hause einsteigen. Und umgekehrt wieder genauso. Und wenn sie das nicht machen, dann geht es ihnen so, das ist eine Story aus meiner früheren Zeit. Weib, Kinder, Hund, Haus, Katz, alles. Was man halt so braucht. Und dann kommst du abends nach Hause, hast so einen Schädel. So, manches Mal, nicht immer. So, alles, das ist nicht gegangen, das nicht und das muss ich noch und morgen noch das. Und in dem Augenblick, wo, das ist eine Live-Begebenheit, ich oute mich jetzt. Hier kennt mich ja keiner, deswegen kann ich das machen. Und dann kam der erste Spruch, den kennen manche Männer hier. Ich schildere das jetzt aus der Männersicht. Es geht um Schleuse. Der erste, warum kommst du jetzt erst? Das Essen ist schon wieder kalt. So war es früher, meine Damen. Heute ist es ganz anders. Und dann kommt die Tochter und flötet dir was vor. Und der Sohn zeigt dir deine Makramee-Ampel, seine. Und dann kommt der Hund, der tut dann sein Fell abputzen, dann alles prima. Oh, und du sagst, kann ich mal, Moment, ja, aber was noch, übrigens, der Rechtsanwalt hat angerufen, ist nicht schlimm, sagt er, aber du könntest bis um 11 Uhr heute Abend noch anrufen. So, ah ja, super. Und dann habe ich mich fallen lassen, da haben wir so einen Sessel gehabt, den gibt es heute noch. Und dann habe ich mich in diesen Sessel fallen lassen, ein Narrenhaus. Und dann lag in dem Sessel, Sie kennen das vielleicht, Lego Duplo. Das sind so Würfel, ja. So größere. Und jetzt fällst du völlig entspannt da rein. Ja? Und dann fährt dir das Lego Duplo. Und dann stehst du nicht auf und sagst, hat eines der Kinder vielleicht ein Lego Duplo? Sondern du fährst raus, zweckmäßiges Selbstgespräch. Und dann sagen alle, was hat er denn? Wegen dem bisschen macht er so ein Zeug. Das ist ein unprofessioneller Übergang gewesen vom Beruflichen ins Häusliche. Das heißt, machen Sie sich vom Beruf ins Haus eine Schleuse, gehen Sie eine Runde laufen, gehen Sie Wirtschaft, trinken Sie 5 Bier oder wie auch immer, irgendwas und dann erst heim. Kommt prima. Völlig entspannt. Nein, ich habe jetzt aus Deutschland erzählt, in Österreich ist es anders. Und dann habe ich noch ein letztes Prinzip, meine Damen. Lassen Sie es mit der Schleuse immer wieder raus, 2 Minuten, 1 Minute. Dann habe ich noch ein letztes Prinzip. Du brauchst mehrere Identitäten als Leistungsträger. Identitäten, Lebensentwürfe. Es gibt Leute, die haben nur eine berufliche Identität. Wenn du denen den Beruf wegnimmst, sind sie weg. Pensionäre, Unternehmer, wie auch immer. Nur Beruf, nur Geschäft, immer nur Geschäft. Wenn das Geschäft weg ist, bist du nichts mehr. Deswegen brauchst du noch eine soziale Identität. Also wo sind die Leute, wo du hingehst, wenn es dir schlecht geht? Wer hört dazu? Familie, Freunde, Bekannte, zur Not, Verwandte. Also das soziales Umfeld. Wo ist dein soziales Umfeld? Und das Dritte, du brauchst eine individuelle Identität. Was bist du ohne deinen Beruf, ohne dein soziales Umfeld? Du ganz alleine. Weil wenn es wichtig ist, egal, der liebe Gott ist immer da, klar, aber dann bist du alleine. Wenn es wichtig wird, bist du alleine. Da liegst du in irgendeinem Krankenzimmer und da gibt es noch den Fernseher, der tut aber nicht, weil da muss man was reinschmeißen, kannst aber nicht. Also wenn es wichtig wird, bist du alleine. Und der liebe Gott natürlich. Und das Entscheidende für mich ist, meine Damen und Herren, wenn ich solche drei Lebensentwürfe habe, ich weiß, was ich bin, ohne andere, ohne meinen Beruf, ich kann mit mir umgehen. Ich weiß, wo ich hingehe, wenn es mir schlecht geht und ich weiß, was ich beruflich bin. Wenn ich die drei habe, die muss ich gleichwertig pflegen. Und es bricht eines weg, dann kann ich immer noch auf zwei Beinen stehen. Wenn ich nur eine Identität habe oder nur zwei und ich nehme eins weg, habe ich ein Balanceproblem.
Und diese verschiedenen, multiplen Identitäten, die muss man aufbauen, die muss man pflegen, die sind zwingend notwendig zum Überleben. Weil sonst sind sie eindimensional und unglaublich anfällig. Es gibt da Leute, die haben nur eine soziale Identität. Wenn du denen die anderen wegnimmst, sind sie nichts. Wissen sie überhaupt, wer ich bin? Das brauchst du nicht sagen, das kennt dich gar keiner. Und das ist eine Geschichte, die muss man systematisch aufbauen. Und dazu braucht man Zeit und die Zeit muss man sich nehmen. Wenn Sie sie nicht aufbauen, dann operieren Sie genauso wie der, der durch die Sahara gehen will und sagt, ich habe keine Zeit zum Trinken, ich muss schnell durch die Sahara. Da kommen Sie raus wie der Ötzi. Jetzt ist mal Redezeit abgelaufen, das steht da. Jetzt muss ich aufhören. Danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie was mitgenommen haben. Vielen Dank. Thank you.